Schön, hallo. Ich bin Tim und ich wollte diesen Zeitschlitz hier verwenden, um euch den Podlove Publisher ein bisschen entgegenzubringen, näher zu bringen. Dazu ist es sicherlich ganz hilfreich, erstmal zu verstehen, wie diese ganze Begriffswelt hier eigentlich so sortiert ist. Podlove ist ein Projekt, was sich so ein bisschen das Ziel gesetzt hat, die Infrastruktur für Podcasting zu verbessern. Das betrifft auch das Publishing, aber das betrifft nicht nur das Publishing, sondern es betrifft im Prinzip eigentlich alles. Also alles, was in irgendeiner Form mit Podcasting-Infrastruktur zu tun hat. Das heißt, es ist im Wesentlichen eigentlich Software, aber eben auch so die ganzen Abfallprodukte, also Protokolle, Dateiformate. Aber wir machen auch Workshops, wir machen regelmäßige Veranstaltungen. Zweimal im Jahr gibt es in Berlin den Podcaster-Workshop, wo mittlerweile knapp 80, 90 Leute hinkommen und wo es einen regen Austausch gibt und wo sich so eine Podcaster-Gemeinde gebildet hat, die mittlerweile ganz, ganz munter miteinander floriert. Und unter anderem stellen wir da auch die Fortschritte der einzelnen Projekte vor. Das bezieht sich jetzt gar nicht mal nur auf Podlove, sondern zum Beispiel auch das Ultraschallprojekt, was hier auch ein bisschen mit vertreten ist. Poppen jetzt einfach an verschiedenen Stellen so Aktivitäten für einzelne Leute auf, die ja, einfach nochmal so einen separaten Bedarf sehen oder eine Möglichkeit, sich da einzubringen und das dann eben auch tun. Und auf diesem Workshop kommt das dann halt, unter anderem auf diesem Workshop kommt das dann halt alles zusammen. Bei Podlove selber haben wir einen relativ klaren Fokus. Das heißt, es gibt hier ein Team, was zusammenarbeitet, um diese einzelnen Komponenten zusammen zu fügen und auch aufeinander abzustimmen, soweit das eben irgendwie geht und sinnvoll ist. Der Erik ist vor allem dem Publisher, auf den ich gleich zu sprechen komme, dabei, genauso wie der Alex. Der Sven ist vor allem für den ganzen Unterbau des grafischen Designs zuständig. Juri, Alexandra arbeiten am Webplayer und der Ben hat in letzter Zeit vor allem diesen neuen Subscribe-Button gebaut, den ich vielleicht gleich nochmal zeigen kann. Und ja, Frank, Simon, Dennis und Gerrit haben verschiedene Sachen kontributiert. Simon, die erste Version des Webplayers, die heute vor allem diejenige ist, die wir noch benutzen. Der neue Webplayer, der kommt jetzt erst noch. Da werde ich aber jetzt heute nicht so viel drauf eingehen. Also es ist eine relativ aktive Gemeinde, aber wir unterhalten uns eben auch einfach sehr viel über den richtigen Weg. Und das ist recht wichtig, weil wenn man schon Software macht, dann sollte es halt auch irgendwie Hand und Fuß haben. Das ist sehr wichtig. Naja, Hand und Fuß, das ist so eine Sache, denn wir haben uns für den Podlove Publisher überlegt, dass es doch ganz sinnvoll wäre, sich schlicht als Plugin für WordPress aufzustellen. Da wird ja sicherlich der ein oder andere mit den Augen rollen und sagen: Oh Gott, WordPress, warum das denn? Ja, das hat ja alles so seine Vor- und seine Nachteile. Und vor allem ist das Ganze so ein bisschen der Versuch, überhaupt erstmal ein Framework aufzusetzen, was so einen Workflow definiert für Podcast-Publishing. Und da war es dann relativ wichtig, auch die Leute, die sowieso selber hosten, anzusprechen, also die Leute, die auch selber relativ viel Energie in den technischen Unterbau ihres Podcastings gesteckt haben. Einerseits, weil das auch erforderlich ist, das zu tun, aber die jetzt nicht nur auf irgendeinen Podcast-Hoster minderer Güte vertrauen, weil die sind dann meistens einfach froh, dass überhaupt irgendwas läuft und interessieren sie nicht so sehr. Aber wir wollten einfach die Leute ansprechen, die einfach ein Interesse an Fortschritt haben, die einfach wollen, dass es irgendwie besser ist, aber dabei auch flexibel bleibt. Und 99% dieser Leute haben schlicht mit WordPress veröffentlicht, mich eingeschlossen. Und deswegen war das sozusagen die erste Wahl. Dementsprechend findet man den Publisher auch vor allem hier als WordPress-Plugin. Und es geschieht eine ganze Menge. Also es kommen eigentlich am laufenden Meter irgendwelche Updates raus. Okay, das Changelog hat jetzt gerade keine Daten, aber ich weiß nicht, wie viele Updates wir dieses Jahr gehabt haben, aber es waren einfach irre viele, also irgendeine hohe zweistellige Zahl.
Also sowohl Feature-Updates als auch Bugfix-Updates. Lustigerweise haben wir immer noch das Alpha in unserer Versionsnummer mit drin, was eigentlich eher so ein bisschen was darüber aussagt, dass wir etwas zurückhaltend sind in dem in der Formulierung, wie abgeschlossen das Ganze ist. Eigentlich ist das jetzt ein Scherz und wir wollen das jetzt auch bald fallen lassen, werden aber auch noch nicht mal in eine Beta-Phase eintreten, sondern demnächst gibt es einfach eine 2.0 und dann gibt es einfach mal normale Versionsnummern. Ja, wie stellt sich das Ganze dar? Ihr werdet ja sicherlich mit dem einen oder anderen Podcast von mir auch vertraut sein und da kennt man ja so diese übliche Darreichungsform. Es gibt Beschreibungen, es gibt dann eben auch diesen Webplayer, der auch bestimmte Metadaten vorhält, also vor allem natürlich Kapitelmarken und auch die teilnehmenden Personen sind hier abgebildet. Zu den Personen sind eben entsprechende Social Media Links oder Donation Buttons oder andere Informationen mit drin und das Ganze wird dann eben noch ergänzt um Show Notes. Und das ist ja so im Prinzip das Paket, was man auch gerne darreichen möchte. Nur all diese ganzen Sachen zusammenzufriemeln und auch in Mediendateien einzupacken, ist ein ziemlicher Aufwand gewesen bis vor wenigen Jahren. Und durch das Aufkommen von Auphonic, dem Audio-Nachbearbeitungsdienst, der sicherlich hier schon mehrere Male erwähnt wurde und auch noch erwähnt werden wird, kam so ein bisschen so das Ding ins Rollen, dass auf einmal bestimmte Sachen auf einmal sehr einfach waren, die vorher sehr, sehr schwierig waren. Also insbesondere das Erstellen der Mediendateien. Ja, da wusste man nicht, womit encodet man jetzt irgendwelche Tools, nimmt man iTunes, da kommt man sich doof vor oder man nimmt irgendwie Command-Line-Setups, da kommt man sich auch doof vor. Und es ist irgendwie alles immer sehr unbefriedigend gewesen. Und schon gar nicht waren eben so fortgeschrittene Sachen wie Kapitelmarken etc. einfach zu machen. Das hat auch Phonik abgenommen und wir haben sozusagen mit dem Podlove Publisher dem Ganzen noch ein System daneben gestellt, was sich damit wunderbar ergänzt. Also wenn man quasi in dieser Doublette arbeitet, Publisher auf der einen Seite und dem Auphonic-System auf der anderen Seite, dann ist schon wirklich sehr viel abgedeckt von dem, was man im normalen Flow eigentlich so braucht. Da sind noch genug Wünsche übrig, aber das ist sozusagen die Positionierung. Wenn man sich das Ganze jetzt mal von hinten anschaut und mal in das Backend reinrauscht, dann sieht man halt hier die typische WordPress-Oberfläche. Also wer von euch schon mal mit WordPress gearbeitet, ist vielleicht schon mal eine erste interessante Frage. Also wer von euch hat schon mal mit WordPress gearbeitet? Viele. Wer von euch hat schon mal mit dem Publisher gearbeitet? Einige. Wer würde gerne vielleicht mit dem Publisher in Zukunft arbeiten? Noch ein paar. Gut. Wer will eigentlich gar keinen Podcast veröffentlichen und hat sich nur hier hingesetzt, weil nichts Besseres zu tun hat? Ah, auch einige. Gut, super. Passt schon. Ja, dann könnt ihr mal zusehen, wie das von der anderen Seite aussieht. Also wenn ich jetzt hier eine Sendung veröffentliche, also gegenüber dem normalen WordPress mit installierten Podlove gibt es vor allem zwei Unterschiede. Es gibt hier ein Podlove-Menü, das ist naheliegend, aber auch diese Episoden werden hier neu eingeblendet. Das hat zum Beispiel schon mal den Sinn, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Podcasting-Lösungen für WordPress einen starken Unterschied sehen zu Blogging. Sicherlich ist das alles ein Blog und auch rein technisch mit diesem ganzen RSS-Mumpitz hat das einfach sehr viel technisch miteinander gemeinsam. Aber als Medienformat und auch in der Art und Weise, wie es konsumiert wird und wie es dargereicht wird und auch wie es produziert wird, ist es einfach was anderes. Man podcastet nicht so, wie man bloggt. Ja, man würde niemals einen Blog-Eintrag schreiben, der ankündigt, dass man morgen um 12 bloggt. Okay, vielleicht wenn man so Live-Podcasting aus einem Untersuchungsausschuss macht, das ist noch so ein bisschen der einzige Fall, der mir da einfallen würde. Aber es ist einfach etwas anderes und das wollen wir eben dadurch betonen, dass wir die Episoden von den reinen Blogs auch schon mal separieren. Das heißt, man kann das System auch so aufsetzen, dass man Blogs und Podcast, das Blog und Podcast in dem System komplett separat hält. Dass man sagt, hier erscheinen nur die Podcasts und hier erscheinen die Blog-Einträge, die noch dazukommen.
Wenn man möchte, kann man das nach wie vor gesammelt auch darstellen, wie man es gewohnt ist, vielleicht. Das bleibt dann dem eigenen Geschmack über. Aber vor allem werden die Daten auch hier im Backend erstmal separat dargestellt. Und wenn ich jetzt hier auf die Sendung gehe, die wir uns eben schon angeschaut haben, dann sieht man, dass es auch hier auf den ersten Blick sehr ähnlich ist zu einem normalen Blog-Eintrag. Das liegt einfach darin, dass wir uns hier auch nicht als was komplett Neues in das WordPress injizieren, sondern es handelt sich dabei um einen sogenannten Custom Post Type. Also im Gegensatz zu dem normalen Post Type, also der normale Blog-Eintrag heißt halt einfach Post und die Custom Posts sind eben, naja, Custom Posts eben. Sprich, das ist im Wesentlichen dieselbe Struktur, aber eben mit einem anderen Zweck und in dem Fall eben mit dem Zweck, Metadaten für den Podcast zu sammeln. Ja, und hier gibt es dann eben auch die entsprechende Sektion für eine Podcast-Episode, in der hier nochmal der Titel wiedergegeben ist, den man oben schon eingestellt hat. Und was uns generell sehr wichtig ist, dass wir die beschreibenden Metadaten sehr ordentlich vorhalten. Das ist etwas, was sich auf sehr vielen Ebenen immer wiederfinden wird, aber vor allem auch hier bei den Episoden. Nämlich, dass wir immer so eine Beschreibungstrinität haben. Es gibt immer den Titel, den Untertitel und die Summary, die Zusammenfassung. Warum? Die Idee dahinter ist, dass Metadaten ja auf sehr unterschiedlichen Geräten und in sehr unterschiedlichen Kontexten reproduziert werden. Auf so einer riesigen, fetten Desktop-Webseite, ja, da passt irgendwie alles drauf. Da kann man irgendwie ellenlange Beschreibungen und meterweise Shownotes reingießen. Stört nicht weiter. Muss man zwar ein bisschen scrollen, aber das kriegt man irgendwie noch gepasst. Wenn ich mir aber auf der anderen Seite so ein Miniatur-Supermarkt-MP3-Player mit einer Zeile LC-Display vorstelle, da passt halt maximal eine Zeile drauf. Und dazwischen ist eben auch noch sehr viel Hubraum, Listendarstellung oder eben etwas weniger reduzierte Displays bieten dann eben schon auch die Möglichkeit, noch immer eine zusätzliche Information darzustellen. Und dazu muss natürlich dann auch so eine kaskadierende Textinformation auch entsprechend vorhanden sein. Sprich, die Software oder die Templates können sich hier immer genau das rausnehmen, was sie jetzt als angemessen empfinden. Habe ich eh nur eine Zeile für die Beschreibung von der Episode, dann nehme ich halt den Titel. Habe ich auch noch den Platz, etwas weiteres hinzuzufügen, eine zweite Zeile, die ich irgendwie ins Design noch mit reinbekomme, dann nehme ich den Untertitel. Habe ich noch ein bisschen mehr Platz, um wie zum Beispiel in einem einfachen Verzeichnisübersicht zum Beispiel, ja, noch ein oder zwei Absätze mehr mit reinzubringen, dann nehme ich die Summary. Das ist so die Denke dabei und das findet sich häufiger. Ja, und auch, wie wir das eben auf der Webseite gesehen haben, die Kontributoren, so nennen wir das, also wir reden jetzt gar nicht mal so sehr von Personen, auch wenn es in der Regel Personen sind, sondern es sind halt Kontributoren im Sinne von Leute oder auch Organisationen, Gruppen, die in irgendeiner Form etwas beigetragen haben zu dieser Sendung. Und das kann halt sowohl jetzt on air sein oder eben auch nicht on air. Es gibt hier so ein Klassifikationsmodell, so ein zweigestuftes, dass man halt erstmal die Personen oder Organisationen zuordnet und dann kann man eben selber sich irgendwelche Gruppen und Rollen ausdenken. Gruppen und Rollen deshalb, damit man eben so Sachen unterscheiden kann wie, also hier zum Beispiel sieht man das Beispiel on air, ja, oder es könnte ja auch sein, dass irgendjemand nur zugearbeitet hat, aber eben nicht in der Sendung selber zu hören ist. Also Support geleistet hat oder irgendwelche anderen Tätigkeiten. Man könnte halt je nach Kontext auch Redaktionen, Hörer, alles Mögliche und sonstige Helfer, die einem gerade den Einkauf gemacht haben und die zum Überleben des Podcasts beigetragen haben, kann man halt dann hier entsprechend eintragen. Und damit man dann aber innerhalb einer solchen Gruppe auch noch die Möglichkeit hat, die eigentliche Tätigkeit zu unterscheiden, kann man halt auch noch so eine Rolle machen. Wer für irgendeine von den beiden Sachen keine Anwendung sieht, kann sich das auch komplett schenken. Man muss weder mit Gruppen noch mit Rollen arbeiten. Man kann auch einfach nur Personen zuordnen und fertig. Aber wenn man das eben etwas feiner noch auftrennen möchte und insbesondere dann in der Webseite vielleicht mit etwas flexibleren Templates auch das alles grafisch auseinanderhalten möchte, dann kann man das eben auf dieser Basis machen.
Ja, noch ein bisschen mager in dem User-Interface ist hier diese Chapter-Marks. Die muss man derzeit noch hier einfach als Textliste reinhauen. Das ist wahrscheinlich zumutbar, aber wird sich auch noch mal ändern. Im Prinzip stellen wir uns hier so eine ähnliche Listen-Editor-Geschichte vor wie hier, ja, wo man also dann hier Kapitel auch eingeben kann. Haben wir aber derzeit nicht. Gut, das sind dann die Kapitelmarken, die werden dann aufgegriffen und auch automatisch in diesen Webplayer mit eingefügt. Und dann kommt eigentlich nur noch Kleinkram. Das hier ist zum Beispiel ein String, der quasi jetzt so die Basis ist für das Berechnen der zugehörigen Dateinamen. Also am Ende sollen ja irgendwelche Dateien heruntergeladen werden, die liegen irgendwo. Und derzeit funktioniert das mit dem Publisher so, dass er sich diese Dateinamen quasi errechnet aus einer Basis-URL. Also man sagt halt einmal, ja, okay, hier ist das Verzeichnis auf dem Server, da liegt das alles. Und jede Episode hat dann halt einen Namen. Und dann werden die unterschiedlichen Formate, die man hat, also man kann ja, was weiß ich, erstmal verschiedene Dateiformate unterscheiden. Habe ich als MP3, habe ich als M4A, habe ich als was auch immer. Oder man hat eben auch noch mal ganz andere Sachen wie, ich habe da ein Transkript vorliegen, da gibt es noch ein Episodenbild dazu, all diese ganzen Sachen. Aber alles basiert immer auf diesem Basisnamen, den man hier eingibt. Deswegen ist der relativ wichtig. Ja, der Media-File-Slug, also der, der quasi als Basis aller Dateinamen herangezogen wird. Diese Auphonic-Sache überspringe ich mal kurz. Hier ist die Dauer der Sendung und hier sieht man eben auch schon den Zugriff auf diese Dateien, die halt hier dann quasi aus diesem Basisnamen errechnet werden. Und wenn man halt mal gesagt hat, okay, das liegt jetzt hier alles an dieser Stelle, ergeben sich dann hier die entsprechenden URLs. Und der Publisher ist halt immer auch dabei, die Integrität des Podcasts sicherzustellen. Also man kann zwar hier irgendwas eintragen, aber würde ich jetzt zum Beispiel hier da einen anderen Slug eintragen, da sieht man sofort, das System wird aktiv und sagt so, ja, schön, aber gibt es keine Dateien dafür. Dementsprechend, zack, ändert man das wieder. Das System ist immer dabei, im Hintergrund die Integrität von allem zu checken. Also auch wenn man einen Podcast schon längst veröffentlicht hat und alle Dateien waren mal an der richtigen Stelle und dann ist man irgendwann mal mit dem Staubsauger über den File-Server rübergegangen und hat Kollateralschäden oder ein Backup nicht richtig eingespielt, dann würde das System das eben selbstständig merken. Und in Zukunft wird es auch noch so ein etwas ausgefuchsteres Konfliktmanagementsystem geben, was dann eben auch anfängt, einem E-Mails zu schicken oder auf Twitter zu nerven oder keine Ahnung. Ruf bei Mutti an. Ja, und so stellt man eben den Bezug her. Metadaten, die Struktur der Sendung, alles, was außerdem noch dazu gehört, auch die Personen plus eben die Mediendateien. Und das ergibt diesen Custom Post, das ergibt diese Episode innerhalb von WordPress. Damit habe ich dann meine Episode komplett beschrieben. Ja, das ist, sagen wir mal, so der erste Überblick jetzt, wie so eine Episode sich hier darstellt. Es gibt ja hier auch immer noch dieses freie Feld von WordPress. Das ist etwas, was man gar nicht wegkriegt. Also ich glaube, wenn wir das ausblenden könnten, würden wir das sogar tun. Aber es ist nun mal da. Da kann man dann halt auch einfach, wie man es gewohnt ist, bei normalen Blog-Einträgen noch irgendwas dazu schreiben, was jetzt nicht irgendeiner Systematik erliegt. Wir empfehlen aber eben die Verwendung des internen Template-Systems, auf das ich jetzt nur am Rande eingehen möchte. Wir haben halt noch eine eigene Template-Sprache mit dem Publisher mit reingebracht. Das heißt, man kann auf alle Metadaten der Episode und alle Metadaten auch der zugeordneten Personen, alle Metadaten des Podcasts als solchen, alles Mögliche, alles, was ich jetzt auch gleich noch zeigen werde, alles, was ich eingeben kann, kann ich auch programmatisch in ein Template einfügen. Es gibt also sozusagen eine interne API, die der Publisher selber hat, allein schon, um die ganzen Plugins zu ermöglichen. Also jedes Feature wird erstmal mit einer API ausgestattet und die API wiederum selber exportiert sich auch, nicht automatisch, aber dafür wird dann gesorgt, dass dem so ist, in diese Template-Sprache rein. Das heißt, wenn ich halt die Lizenz des Podcasts irgendwo anzeigen möchte, dann ist es halt
podcast.license.url und dann habe ich halt diese URL und kann das eben in dieser einfachen Skriptsprache an der Stelle einfügen, wo ich es gerne hätte. Ziel ist, dass man einfach für so eine Episode nichts von dem, was sich repetiert, in irgendeiner Form nochmal tun muss, weil für Repetition sind Computer da und nicht wir und deswegen gibt's das. So, das bringt mich jetzt hier mal zu dem eigentlichen Podlove-Menü. Hier kann man eben den ganzen Podcast überhaupt erstmal konfigurieren und einstellen. Wenn man das Plugin installiert, ist das halt eben weitgehend leer. Es gibt derzeit noch keinen Wizard, den soll es irgendwann mal geben, der es einem dann so ein bisschen einfacher macht, diese einzelnen Sachen anzulegen, aber im Prinzip ist es eine reine, ja, eine reine Kopffrage. Man muss einfach nur erstmal verstanden haben, wie wir da so denken, beziehungsweise wie dieses Plugin so denkt und dann ist es eigentlich auch relativ straightforward. Ja, wir haben hier so ein paar lustige kleine Übersichten, dass man schnell mal einen Überblick kriegt, so, was habe ich denn überhaupt schon alles rausgehauen, etc. Und ja, wie ist denn hier so meine Genderverteilung? Da kann man noch dran arbeiten hier bei diesem Podcast. Im Übrigen wird es demnächst, das ist jetzt nur so eine Miniatur von Statistiken, die 2.0-Version wird ein sehr großes Update werden, weil da die komplette Analytics dazukommt. Seit einiger Zeit tracken wir schon, also man kann Tracking einschalten und alle Zugriffe auf die Podcast-Dateien werden mitgezählt. Aber es gibt bisher noch keine Auswertung, das kommt bald und dann werden wir da auch einen ziemlichen Rundumschlag machen. Das heißt, die Statistiken, die wir zeigen werden, ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht am Ende nochmal kurz zeigen kann, die sind sehr, sehr, sehr detailliert und sehr reichhaltig. So, aber jetzt vielleicht erstmal dazu, dieses Dashboard soll einem so ein bisschen Überblick bieten. Es gibt hier so kleine Hilfe-Widgets, die einem auch sagen, ja, du hast hier verschiedene Feeds und teilweise werden die weitergeleitet und wir haben hier mal alle vom Feed-Validator auch checken lassen und es ist irgendwie alles erreichbar und ist alles irgendwie cool. Das ist auch so noch nicht so richtig perfekt, das liegt auch daran, dass dieser Feed-Validator nicht perfekt ist, aber immerhin, er hat eine API, deswegen haben wir das jetzt mal benutzt und dadurch können wir uns sozusagen auch von außen checken. Also man hat nicht nur so eine Innensicht mit müsste eigentlich gehen, sondern man hat auch so eine Außensicht. Ja, es gibt da draußen auch etwas, das ist derselben Meinung, dass auch noch alles funktioniert. Weil diese Feeds sind einfach für einen Podcast irre wichtig. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die da sind. Es ist sehr wichtig, dass die keinen Mist enthalten. Und vor allem ist es sehr, sehr wichtig, dass sie nicht zum Beispiel irgendwelche wilden Redirects aufwerfen. Weil das kann dann eben mal schnell zum kompletten Verlust eines Verzeichniseintrags bei iTunes und daran hängenden Kommentaren und Bewertungen hängen. Das will ja keiner. Ja, und wer davon noch nicht genug kriegen kann, hier ist auch noch so eine Validierungsgeschichte. Warte mal, kann ich das hier eigentlich... Nee, kann ich nicht. Ja, hier sieht man also alle Sendungen sind noch da, überall kleine grüne Häkchen. Das läuft halt regelmäßig im Hintergrund immer wieder durch und wenn irgendwas fehlen würde, würde man das hier sofort sehen. Also wenn irgendeine Datei fehlt, dann gibt es da gleich ein X dafür. Ja, vielleicht mal ein kleiner Blick auf die Settings. Mach das mal, kann man das noch erkennen? Bisschen schwierig, ne? Aber sonst kriege ich das nicht alles auf einen Bildschirm jetzt. Wieso haben wir eigentlich so einen kleinen Bildschirm? Guck doch mal kurz, ist man nicht eigentlich hier auch... ...1024... Ist doch alles hier, warte mal, ich probiere mal... Das so... Kommt da noch was? Ah, much better. Sehr schön. So, also hier sieht man so die Settings. Ich werde da jetzt mal ein bisschen
bisschen schneller rübermarschieren. Das ist im Wesentlichen dasselbe Prinzip, was ich vorhin schon erläutert habe. Titel, Untertitel, Zusammenfassung gilt natürlich jetzt hier auch auf Podcast-Ebene. Dann muss man halt hier die einen Ort angeben, wo die ganzen Dateien liegen, Logo und solche Sachen. Man kann eine Lizenz hier ablegen. Über so einen License-Selector kann man sich das halt auch schnell mal zusammenklicken, wer sich damit nicht so auskennt. Dann gibt es die notwendigen Einträge, um in Podcast-Verzeichnissen gut auszusehen, vor allem natürlich bei iTunes, aber eben nicht nur. Ja, und dann kann man auch noch so zusätzliche Dinge angeben, wie Kontributoren, also eben auf Podcast-Ebene, beziehungsweise, ach guck mal, habe ich hier zum Beispiel noch nicht drin, kann ich ja gleich mal zeigen, wie das geht. So, was sind denn die Social-Media-Accounts des Podcasts als solchen, also nicht von einer einzelnen Person, sondern eben da, sagen wir mal, okay, hier, CAE ist hier unter Twitter zu erreichen. Und dann haben wir hier noch up.net und das war's dann eigentlich auch. Und das erscheint zwar jetzt nirgendwo automatisch, aber ich könnte halt jetzt anfangen, ein Template zu machen, was genau diese dort eingetragenen Accounts irgendwo auf eine Webseite schreibt. Und wenn ich das hier im Backend ändere, dann ändert sich das auch. Damit hat man auch schon mal so eine Waffe gegen dieses ewige Problem, dass Webseiten immer andere Aussagen treffen, als eigentlich gelten. Ja, der gleiche Spaß ginge dann eben auch so für Donation-Dienste, also irgendwelche Coins oder PayPal oder Amazon, der ganze Klimbim. Habe ich jetzt hier nicht drin. So, der zweite wichtige Teil sind die sogenannten Assets. Das ist das, was eigentlich vorhin schon in der Episodenübersicht sichtbar war. Die der Episode zugehörigen Mediendateien, und das ist ja nicht nur eine, sondern es ist mindestens eine, weil wenn man einen Podcast ausliefert, naja, also irgendeine Audiodatei sollte halt schon da sein. In meinem Fall produziere ich halt in der Regel gleich 4 Formate, weil es so schön ist und weil es mich vor allem durch Auphonic weder Geld noch nennenswert Zeit kostet. Sprich, alles wird vorgehalten in M4A, in MP3, in Vorbis und in Opus. Dann ist man auch quasi über alle Webbrowser hinweg safe. Also der Webplayer kann sich dann für den jeweiligen Webbrowser immer das beste Format aussuchen. Und die Leute, die eben auch bestimmte Formate bevorzugen, Gott, die können dann halt auch die entsprechenden Feeds abonnieren. Sicherlich kein Geheimnis, dass MP3 und MP4 Audio eigentlich zu 99% alle Bedürfnisse abdecken heutzutage. Es gibt da immer noch keinen klaren Gewinner und solange es jetzt nicht schwierig ist, mehrere Sachen anzubieten, kann man das halt einfach machen. Deswegen ist das jetzt hier so drin. Aber auch andere Sachen können halt ein Asset sein, wie zum Beispiel Transkripte. Oder sagen wir mal, man hätte so eine Art Leaflet, so ein PDF für einen Podcast, ja, wo man das nochmal schön zusammenstellt. Könnte man ja hier auch anbieten. Das Bild, was jetzt hier mit dazugehört, ist das Episodenbild, was dann eben für die Episode das Cover ist. Und man könnte das jetzt hier noch beliebig weiterdenken mit anderen Annotierungen. Also man kann jetzt hier beliebig viele weitere Assets hinzufügen, die dann zu einer Episode gehören. Was weiß ich, wenn man E-Books rausgibt, ja, könnte man halt auch so ein EPUB-Feed machen. Wir werden demnächst auch Subtitling hier mit einbauen. Das ist derzeit noch nicht da, aber schon mal so ein bisschen vorbereitet, dass man die entsprechenden Formate hier auswählen kann. Die Liste muss noch ein bisschen anschwellen. Und dann gibt es nochmal so für Spezialoperationen auch nochmal so Sonderfälle, wie zum Beispiel die Produktionsdescription, die bei so einem Auphonic-Audio-Durchlauf anfällt, wo diese ganzen Detailanalysen drin sind mit wer redet wann und Pipapo, statistische Auswertung. Wenn man sowas halt auch vorhalten möchte, kann man das machen. Also wir sind da einfach sehr flexibel und die generelle Idee ist einfach, man richtet den Podcast ein, man beschreibt ihn und dann sagt man für jede Episode, welche Dateien werden normalerweise dort vorhanden sein. Ja, und dann braucht man eigentlich nur noch Feeds. Das geht dann ähnlich. Das heißt, man legt Feeds an. Wenn man jetzt einen neuen Feed bestimmt, wählt man sich eine dieser Assets, die man vorher angelegt hat, einfach aus, sagt, okay, ich habe hier MP3 Audio, das möchte ich jetzt gerne ausgeben und das ist irgendwie MP3 High Quality
und gibt dem dann halt hier so ein Slug, damit sich daraus auch eine entsprechende URL entgibt für den Feed. Stellt ein, ob dieser Feed jetzt nur zum Testen ist oder ob man den auch tatsächlich anbieten möchte, also ob er discoverable ist. Dafür, das ist dann entscheidend, ob der automatisch in Webseitenheader mit eingebaut wird, also ob der quasi in den ganzen Metadaten automatisch mit angeboten wird. Das hat auch Auswirkungen auf so etwas wie den Subscribe-Button, den ich gleich nochmal zeigen werde. Ja, und nochmal ein paar kleinere Details, die ich jetzt gerne überspringen möchte. Am Ende hat man auf jeden Fall die Liste der Feeds. Man kann auch Feeds weiterleiten. Also wenn man jetzt so ein Feed-Proxy verwendet für statistische Gründe oder einfach um Last vom eigenen Server zu nehmen, kann man das hier auch machen. Und das war es eigentlich im Wesentlichen schon. Also wenn man so die Beschreibung hat, wenn man die Assets hat und wenn man die Feeds hat, dann ist man irgendwie dabei. Und der Rest ist jetzt eigentlich nur noch Kür. Zum Beispiel kann man halt mit diesen Templates arbeiten, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ja, also da kann ich dann halt hier fertige HTML-Vorlagen quasi machen, die man entweder mit so einfachen Shortcodes arbeitet oder ich habe auch etwas aufwendigere Templates, wie zum Beispiel mein Podcast-Archiv, die Archivseite, wo ich alle Episoden anzeigen möchte. Da wird es dann schon ein bisschen aufwendiger. Das muss man sich jetzt nicht alles selber schreiben, weil wir haben verschiedene Templates auch auf GitHub, die kann man sich irgendwie anschauen. Aber hier sieht man eben schon sehr schön, was man hier machen kann. Man kann also hier mal eben mit so einer relativ einfachen Skriptsprache, also für wen es interessiert, das ist Twig, kann man halt hier über alle Personen oder alle Kontributoren, die einer Episode zugeordnet sind, rüber marschieren und dann holt man halt hier von jedem den Avatar bzw. die URL des Avatars raus, baut das passende HTML zusammen, um hier die Bilder anzuzeigen, so eine Sachen. Also man kann hier einfach eine ganze Menge lustiger Sachen machen und wer Bock hat, sich auf sowas einzufuchsen, ist sehr flexibel. Das heißt, wenn man eben auch eine etwas anspruchsvollere Podcast-Seite bauen möchte, die sich jetzt ein bisschen unterscheiden soll von anderen, dann wäre das halt damit sehr leicht möglich oder zumindest sehr flexibel möglich. Ob man das dann als leicht empfindet, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, der Publisher kommt selber auch mit verschiedenen Modulen, die am Anfang nicht alle angeschaltet sind. Das ist eine ziemlich lange Liste. Hier so Integration mit App.NET haben wir. Wir haben hier diese Integration mit Auphonic, die ich vielleicht gleich nochmal zeigen kann. Und diversen anderen Systemen auch. Wir haben auch grundsätzlich verschiedene Subsysteme des gesamten Publishers von vornherein als Plugin ausgelegt, einfach damit wir da softwaretechnisch schon mal ordentlich arbeiten. Nicht einfach immer wieder Code, Code, Code und noch mehr Code, sondern eigentlich soll jegliche Funktionalität, die hinzukommt und die jetzt nicht wirklich eine Kernaufgabe ist, immer gleich als Plugin realisiert werden, damit man es eben A auch ausschalten kann und bei entsprechenden Konflikten auch vielleicht mal isolieren kann, aber auch um generell in dieser API-Mentalität zu denken. Und das hat sich eigentlich auch schon mehrfach ausgezahlt, dass wir das machen. So sind halt auch so Sachen wie diese Kontributoren, was ich gezeigt habe, eigentlich erstmal Optionen. Ich sehe viele Gründe, warum man das benutzen will, aber es gibt sicherlich auch eine Menge Fälle, wo man das vielleicht nicht unbedingt braucht oder nicht möchte. Das gleiche hier mit den ganzen Social Media Links etc. Und ja, die Liste ist ein bisschen länger, aber da ist eine ganze Menge zu holen. Ja, und der Rest ist dann eigentlich nur noch Nerdkram. Das haben wir ja alles in die Expert-Settings reingeworfen. Da gibt es dann viele Detailmöglichkeiten, wie man die Integration in WordPress macht, wie der Podcast sich im Verhältnis zu dem Blog zeigt, auf welchen URLs das jetzt irgendwie wie reagieren soll. Also das ist sehr WordPress-spezifisch, hat eigentlich jetzt mit dem Podcasting, Publishing so nichts direkt zu tun. Aber das muss da halt mal rein. Wir haben auch so diverse Metadaten sind optional, die man vielleicht manchmal haben möchte, die also jetzt nicht unbedingt immer sofort auftauchen. Also nicht jeder will erfassen, wann ein Podcast mal aufgenommen wurde, sondern es interessiert immer nur die Veröffentlichung. Kann jeder selber machen. Aber wir haben auch so kleine praktische Hilfen drin, wie zum Beispiel Redirects. Ist ja immer so ein Ding, man muss mal was redirecten, gerade bei so Feed-Umzügen und so, dann kann man das
hier einfach gleich mal machen und eben auch noch so Detailanpassungen für den Webplayer oder für die File-Types. Das ist jetzt alles hier noch mit drin. In Zukunft wollen wir das auch weiter reduzieren, weil diese Entscheidungen auch deshalb gefällt wurden, das konfigurierbar zu machen, weil wir uns bei Firmen am Anfang noch nicht so sicher waren und weil es noch nicht so eingegroovt hat. Und jetzt wissen wir, glaube ich, ganz gut, wo Flexibilität nötig ist und wo wir sie demnächst auch nochmal rausholen können. Also während wir neue Features hinzufügen, nehmen wir auch immer wieder welche raus, die wir für überflüssig halten, einfach um die Komplexität der Software nicht zu groß werden zu lassen. Und vorhin schon erwähnt, das Tracking, die Basis für die Analytics, die kann man sich hier auch einschalten lassen. Vielleicht noch dazu, wir haben zwei Methoden des Trackings. Wir machen auf der einen Seite ein Frontend-Tracking, das ist sozusagen unsere eigene Analyse, sprich beim Zugriff auf eine URL, also wenn irgendein Podcast-Client sagt, oh, neue Episode, prima, gib mal Datei. Die erste URL, die im Feed steht, die landet halt erstmal hier im Blog, ist erstmal nur ein Redirect, wird also weitergeleitet und dann können wir halt diesen Wunsch, einen Download zu starten, den können wir quasi mitzählen und das tun wir dann auch und liefern dann aber die eigentliche Download-URL mit raus. Die wiederum wird dann aber auch nochmal gespickt mit zusätzlichen Informationen wie, wo kommt denn jetzt diese URL eigentlich her? Also man kann dann auch mit so einer Backend-Analyse, also wenn man jetzt selber eine Statistik fährt auf seinem Download-Server, könnte man zum Beispiel mit dem Request sehen, ah, das ist jetzt nicht nur ein Download von der Datei, sondern es ist ein Download, der wurde von dem Webplayer auf der Homepage ausgelöst. Das ist ein Download, der wurde von dem Webplayer auf der Episodenseite ausgelöst. Das ist ein Download, der war in einem Feed, und zwar in dem Feed für die MP3-Dateien für High Quality drin und der wurde jetzt hier ausgelöst, etc. und so. Also man kann da relativ detailliert mit rangehen. Wir haben es einfach mal mit eingebaut, auch um in der Zukunft vielleicht die Option zu haben, unsere auf der Frontseite generierten Statistiken mit der auf der Rückseite generierten Statistiken zu vergleichen, um einfach mal zu schauen, stimmt denn das eigentlich, was wir da erzählen, oder ist das alles nur Bullshit? Ja. Achso, dann gibt es noch ein Geheimnis. Manchmal funktioniert was nicht. Und dazu haben wir einen Repair-Button eingebaut. Der funktioniert super. Ja, also, wenn irgendwas nicht geht und so, einfach Repair-Button klicken. Klingen die Stimmen auch gleich viel besser. Anmoderation kommt total flüssig rüber. Hintergrundmusik passt einfach immer perfekt. Nee, damit... Es gibt da manchmal einfach so Sachen, die bei WordPress durcheinander geworfen werden und dann geben wir dem Ding halt einfach von hinten so einen Arschtritt und dann ist meistens wieder alles in Ordnung. Ja, und wenn es nicht hilft, dann freuen wir uns immer über Feedback. Wir machen das über GitHub, das ist zwar recht technisch, aber das hilft uns sehr und da reagieren wir dann auch. Ja, eine Sache vielleicht noch, die schön ist mit anzuschauen, gerade bei CAE, die Liste der Kontributoren. Die habe ich also hier in so einer langen Übersicht und das ist schon mal ganz interessant zu sehen. Lädt noch gerade die Seite. Ganz interessant zu sehen, wie viele Leute auf einmal so zusammenkommen, wenn man irgendwie so einen Podcast macht über so viele Jahre. Aber es ist halt auch einfach super, da den Überblick zu behalten und zu sehen, wie die Leute erreicht werden können. Und ja, das kann man halt hier alles eintragen. Man legt die Personen einmal an und hat dann eben Avatare etc. alles beisammen. Und vor allem kann man hier in Zukunft auch noch mit so URIs arbeiten. Das ist noch so ein bisschen unausgegoren, aber wir wollen langfristig auch dafür sorgen, dass eben diese Personenzuordnung auch in Feeds stehen und dass mit so global gültigen URIs möglich ist, eben auch Personen podcastübergreifend zu finden. Das ist so die Idee für Verzeichnisse etc. in der nächsten Zeit. Ja, das ist jetzt so mein erster Überblick über den Publisher. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr Fragen habt dazu oder ob es noch irgendetwas gibt, was ich noch mal erläutern sollte.
Und wenn ihr da eine Frage habt oder eine Anregung, dann müsst ihr unbedingt mal hier nach vorne kommen und in das Mikrofon sprechen, weil sonst sehe ich euch nämlich gar nicht. Und sonst hört euch auch keiner. Es regt sich nichts, oder? Doch. Sprich mal ins Mikrofon, bitte. Ich weiß nicht, hört man irgendwas Nein, von noch mir? nicht. Ich Muss ans Mikrofon kann, gehen. ich bin eigentlich schon so am. So ist es jetzt. Ja, jetzt Genau, passiert sein irgendwas. Ich dynamisches glaube, da hat Mikrofon. aber auch jemand gedreht in der Zwischenzeit. Ich wollte mal fragen, wo ist denn so die offizielle Dokumentation? Weil ich hatte so immer ein bisschen den Eindruck, es gibt da Geheimnisse über diese ganzen Template-Tags und so weiter, die ich nicht kenne. Ja. Und wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich nicht gefunden habe, wo es steht. Richtig. Die steht auf docs.potlove.org. Hier. Die ist sicherlich noch ein bisschen ergänzungswürdig, aber hier gibt es sowohl ein Getting Started Tutorial, was auch nochmal diese ganze Idee mit den Assets etc. erläutert und wie man so mal schnell mal eben zu so einem Podcast kommt. Es gibt hier eine längere Erläuterung über einen Bereich, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, nämlich die Migration. Also wenn man schon einen Podcast hat in WordPress, zum Beispiel mit PowerPress oder mit PodPress oder auch irgendeinem dieser anderen Podcast-Plugins, die es da gab, dann kann man das hier rüber machen. Und es gibt natürlich auch ein Tutorial für die Templates, wo genau erklärt wird, wie man die so zu benutzen hat und nicht nur das. Es gibt hier sogar eine Referenz der ganzen Template-Tags und die ist auf jeden Fall immer up-to-date, weil die wird nämlich direkt aus dem Code raus generiert. Das heißt, hier findet sich eben in typischer Reference-Manual-Qualität die Beschreibung all dieser ganzen einzelnen Elemente, ja, also wo man darauf zugreifen kann, hier die Kontributoren etc. Immer mit Beispielen, wie man das Ganze machen kann für die einzelnen Datentypen, Podcast, Episode, etc. Ja, ich denke, das ist das, was mir fehlte. Das heißt auch zugleich, dass so Dokumentationsschnipsel, über die ich anderswo gestolpert bin, wahrscheinlich nicht unbedingt gültig sind. Keine Ahnung, weiß ja nicht, wo du darüber gestolpert bist. Ja, so ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ich habe halt da irgendwie in der Podlove-Publisher-Oberfläche von dem WordPress-Backend halt rumgeklickt und geschaut, ob ich irgendwo was Ja, finde du hast und. wahrscheinlich recht, dass wir das noch nicht ausreichend sichtbar gemacht haben, wo die Dokumentation ist. Ja, super, aber dann, Genau. das ist, was ich brauchte. Wenn wir mal Danke. nachbessern. Okay. Noch was? Ich habe jetzt bei den Metadaten Sprache nicht gesehen. Wie wird man denn vorgehen bei einem Podcast, wo englische und deutsche Episoden rausfallen, wo ich einen Feed haben möchte, nur Englisch, einen nur Deutsch und einen gemischt? Deutsch in Bezug auf die Sprache in dem Podcast. Ja, genau, also die Sprache in der Folge. Ja, unterstützen wir derzeit noch nicht explizit. Ist nämlich ein sehr seltener Fall. Ist allerdings, muss man mal nachdenken, wäre eigentlich eine Möglichkeit, das pro Episode einstellbar zu machen. Hast du da schon mal einen Feature-Request geschickt? Ich selber nicht. Ich habe eben gestern Abend einen Podcast gehört, wo einer darum bittet, irgendjemand möge ihm seinen Podcast auf Podlove umstellen. Und das ist eben einer von der Sorte. Ja. Es ist natürlich die Frage, was da so ein bisschen noch mit dranhängt. Also ist, wenn der Podcast dann auf Englisch ist, muss dann auch irgendwie alles andere umspringen und auf einmal Englisch sein. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, weil die haben so Mixed Language Podcasts, die haben immer sehr unterschiedliche Anforderungen. Also mal sind es dann irgendwie die Übersetzung von dem anderen oder es ist was ganz anderes und dann kommt man auch schnell in diese Welt, wo man so mehrere unterschiedliche Podcasts eigentlich innerhalb einer Seite hat und so. Also
in diesem speziellen Fall sind es unterschiedliche Episoden, die es entweder auf Englisch oder auf Deutsch gibt und eben drei Feeds. Aber da können wir nachher nochmal kurz gucken. Ja gut, also das ist definitiv immer was, wo wir gerne so ein GitHub-Issue für sehen, dass wir das dann eben auch besprechen können. Weil wir reagieren natürlich auch immer so, wie die Nachfrage ist. Und die Nachfrage ist dann auch sehr überschaubar in dem Bereich. Gut. Sonst noch was? Wie ist denn das überhaupt mit der Sprache gerade? Aber ich glaube, du hast recht. Sprache haben wir derzeit nur ein globales Setting, nämlich hier, genau. Aber immerhin, man kann hier auch alle deutschen Dialekte einstellen. Das ist schon mal was. Leider haben die Podcast-Verzeichnisse das noch nicht. Finde ich eigentlich immer recht traurig. Also wenn man jetzt mal wirklich mal was auf, weiß ich nicht, Schweizerdeutsch sucht, gibt es einfach kaum eine Möglichkeit, das zu machen. Ne? Noch was? Also wenn sonst keiner ist, ich habe noch eine Frage, und zwar geht es da um die Kapitelmarken. Ich habe gesehen, bei dir ist es im Backend so gewesen, dass du praktisch pro Episode hast du direkt ein Feld, wo du die Kapitelmarken halt als Text eingeben kannst. Habe ich bei mir so noch nicht gesehen, das müsste man wahrscheinlich irgendwo in diesen Settings nochmal einstellen. Und ich habe auch gesehen, du hattest die nicht als Assets. Richtig. Definiert. So habe ich es nämlich bei mir bislang immer gemacht. Ja, und vielleicht ist das gar kein so eleganter Weg, weil ich komme da immer ein bisschen in den Wald rein. Ich sag da mal was zu. Also, als wir angefangen haben, war es so, dass Auphonic das unterstützt hat, Kapitelmarken überhaupt erstmal einzubauen und dann auch die Möglichkeit gegeben hat, diese Kapitelinformationen auch nochmal als separate Datei auszuspucken. Mhm. Und der Workflow war dann bei uns immer so der, okay, Auphonic tut sozusagen alles, was episodenrelevant ist, als Assets auf den Server und von dort holen wir uns das dann. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass am Anfang wir das immer so gemacht haben, dass man hier sich jetzt in den Assets ein Kapitelmarken Asset anlegt, kann man hier machen, man wählt hier Chapters aus und dann gibt es eben entweder das normale Textformat, was ihr vorhin gesehen habt, oder eben Potluck Simple Chapter. Ja, das ist nämlich auch sowas, wo ich immer nicht weiß, welches will ich eigentlich haben. Ja, ist eigentlich egal, steht mehr oder weniger in beiden dasselben drin, das eine ist halt XML, das andere nicht. Und wie auch immer, wenn man jetzt sowas einrichtet, kann ich ja mal hier kurz einfach mal machen, stört nicht. So, dann taucht das jetzt hier in der Liste mit auf. Und unterhalb dieser Liste, das habe ich vorhin etwas unterschlagen, gibt es eben auch noch so ein Setting, wo man jetzt sagen kann, ja, wo bestimmte Assets eine bestimmte Bedeutung haben. Zum Beispiel kann man halt sagen, die Kapitel, Chapter, ja, sollen aus diesem Asset kommen. Mhm. Ich habe das aber auf Manual Entry selber eintippen gestellt. Wenn ich das jetzt so machen würde, würden automatisch die Dateien auf dem Server die eigentliche Referenz sein für meine Kapitelmarken. Das ist so ein bisschen der alte Workflow. Es kommen, die Kapitelmarken kommen von woanders, landen auf dem Server und wir holen es von da. Und mittlerweile sind wir aber umgeschwenkt auf... Der Publisher ist der Ort, wo die Metadaten liegen. Und wenn die jemand braucht, dann geben wir sie dahin. Und das war vor allem in dem Moment möglich, wo wir in der Lage waren, Auphonic fernzusteuern. Weil vorher war das so, man ging auf die Auphonic-Webseite, hat da seine Produktion gemacht, die hat dann alle Dateien auf den Server gepackt und dann ging man eigentlich erst im Publisher los und hat gesagt, okay, jetzt sammeln wir das alles mal ein und weisen das irgendwie zu. Und hier weisen wir die Audiodateien zu und hier weisen wir die Kapiteldateien zu. Jetzt ist der Workflow eher andersherum. Wenn ich halt jetzt eine neue Episode anlege, dann gebe ich alles erstmal hier ein und auch die Kapitelmarken. Und wenn ich jetzt hier dieses Auphonic-Fernsteuertool, das wollte ich ja eh nochmal zeigen, bediene, dann wird es quasi automatisch mit allen Metadaten gefüllt, einschließlich der Kapitelmarken. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, hier
keine Ahnung, mach mal hier CAE 206 nochmal neu, hol dir das hier von Amazon irgendwie ab. Habe ich ja da noch rumliegen, immer alle Backups, falls mal was ist. Okay, liegt nicht rum, warum nicht? Vorführeffekt, super. Na? Where's my fucking Backup? Ha, das ist ein toller Effekt. Muss ich irgendwie verlegt haben. Hier oben? Na, ist nicht da. Sehr lustig. Okay, wie auch immer. Also ich hätte jetzt hier, sagen wir mal, das wäre jetzt der Richtige. Ja, dann kann ich halt jetzt hier sagen, erzeug mal eine Produktion damit, so. Und ohne, dass ich jetzt überhaupt auf Phonik betreten muss, wird das quasi über die API ferngesteuert. Und wenn ich dann halt wirklich mal auf Phonik reinschaue, sieht man schon hier, dass automatisch diese Produktion hier angelegt wurde, wo alle Metadaten drin sind. Ne? Sie hat jetzt zwar hier die falsche Datei, aber Titel, Album etc., ganzen Output-Files und da sind halt auch die Kapitelmarken schon drin. Ja, das heißt, also ich muss tatsächlich eigentlich mich gar nicht mehr auf die Website von Auphonic begeben. Genau. Weil bislang war das nämlich immer beides notwendig, weil man eigentlich zwar angeben, also die Audiodateien konnte ich angeben, aber die Chapter Marks, die habe ich dann letztlich, also die kommen ja aus dem Reaper rausgefallen im Zweifelsfall, also bei mir zumindest ist es so, und dann habe ich die eben bei Auphonic in diese Produktion sozusagen dann angegeben als Quelle, diese genau. Datei. Und dadurch musste ich dann eben immer hin und her wechseln und das ist... No more. Nicht mehr. Genau, also... Das Gute ist auch, wenn du jetzt alles noch in diesen Kapiteldateien hast und du stellst es in diesem Asset-Ding um, also wenn du hier auf Episode Assets gehst und du wechselst dann von dem Asset auf Manual Entry, ja. Kopiert er alles rüber und füllt dir das gleich aus. Das heißt, mit der Änderung ist auch alles da. Muss jetzt nicht 500 Episoden nochmal Kapitelmarken mit Copy und Paste befüllen, sondern also sollte alles da sein. Also die jetzt als Metadaten in den... Was jetzt alles in den Dateien steht, in dem Moment, wo du es umschaltest, nimmt er den internen Cache davon und tut es da rein und es geht nichts verloren. Also es sollte sozusagen einfach eine Änderung sein. Man geht einfach auf ab jetzt bitte im Publisher eingeben und dann zack. Gut, das probiere ich aus. Das klingt sehr erfreulich. Ja. Schönen Dank. Weil kann man ja hier auch nachlesen. Moment. Ja. It's magical and sparkles a lot. Na dann, wenn es so ist. Ja. Gut. Noch Fragen? Nö? Dann würde ich an der Stelle jetzt erstmal Schluss machen und mich fürs Zuhören bedanken. Und wer noch weitergehende Detailfragen hat, kann mich ja danach nochmal ansprechen. Okay? Alles klar.